Rückschritt im weiteren. Heute spielen wir Turgor Pressure. Turgor. Substantiv, maskulin. In der Medizin, Druck der in einem Gewebe enthaltenen Flüssigkeit oder in der Botanik, Druck der in der Zellen einer Pflanze enthaltenen Flüssigkeit auf die Zellwände. Wusste ich natürlich, habe ich nicht gegoogelt, ich habe nur zufällig zur Seite geschaut. Aber das ist ein Indie-Horror-Game, das ca. 5 bis 10 Minuten geht. Das heißt, wann auch immer ich das hier hochlade, es wird ein Tag sein, wo ich mir dachte, hey komm, heute haue ich einfach ein Video raus, was ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Und heute mache ich gar nichts. Also, wie schön. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich hier drin. Was passiert jetzt gerade? Alright. Also anscheinend, von dem, was ich weiß, an irgendein Unterwasser-Horror-Game, wo was auch immer. Ich glaube, wir tauchen in irgendeine Wissenschaftsstation und finden ein paar Sachen oder sowas. Wir haben ja schon einige Horrorspiele gespielt, unter Wasser gespielt haben, die zum Großteil oft ziemlich gut waren. Deswegen bin ich gespannt, wie es hier sein wird. Vor allem bei so einem 5 bis 10 Minuten Game musst du ja meistens ein paar Gimmicks haben, die in so einer kurzen Zeit funktionieren können. Da bin ich immer sehr gespannt, wie Horrorgames versuchen, das hinzubekommen. Deswegen, let's go. Wir scheinen irgendwie reinzutauchen. Stare at objects to scan for data. Use M to unlock your crosshair. What? Okay. Bewege ich mich seitlich? I'm confusion. Ich glaube, ich kann mich gar nicht drehen. Ich bin gerade verwirrt. Habe ich was verpasst? Hoch und runter habe ich verstanden. Ah, oh Gott. Pfeiltasten. Oh Gott, okay. Okay, die Steuerung ist richtig schlimm. Aber sollte wahrscheinlich sein, aber wir steuern eine Drohne. Okay. Damage Grading. Okay, er wurde mit einer Flamme aufgeschnitten. Wahrscheinlich die Sachen von hier oben. Dadurch sind die Sachen halt hier reingekommen, ne? Und vor. Okay. Verschlusstor stark beschädigt. Okay, mit großer Gewalt aufgedrückt. Jetzt geht die Tür. Scheint normal zu sein, aber diese Tür ist komplett fake. Silikonbasierender Substanz. Okay, strange. Warum sollten wir eine falsche Tür einbauen? Na ja, gut. Gehen wir hier durch. Ich kann nicht einschätzen, wie groß wir sind, aber ich meine, wenn das eine falsche Tür sein sollte, wäre wahrscheinlich wirklich so eine Mini-Unterwasserdrohne. Die Hälfte der Größe eines Menschen. Okay, doch, die Steuerung geht. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann ist tatsächlich ziemlich in Ordnung. Was haben wir hier? Seltsames Poster. Okay, seltsam. Dieses seltsame Poster scheint in die Wände dieser Facility reinzutauchen. Ich weiß nicht, ob das ein Grafikbug sein soll, aber wirklich damit meinen, dass hier das genau auch passiert. Das hat in die Wand reinglitscht. Habe ich mir natürlich auch erwähnt. Okay, eine mikroskopische Analyse zeigt uns, dass die Tinte auf dem Poster aus Chromatophoren besteht, die rhythmisch in perfekter Synchronisation sich bewegen. Okay, also irgendwas sehr Seltsames. Sollen wir hier? Oder so lange? White Floor sein. Dafür hast du so lange gebraucht. Für normales fucking Wet Floor sein. Okay. Jetzt hier noch was zu scannen. Okay, die scheinen normal zu sein. Okay. Das sind normale Türen? Scheint so, wenn das aber echte Türen sind. Oh, okay. Das ist halt die Frage. Ich weiß nicht genau, was das bringt hier mit dem Cursor. Vielleicht, wenn ich die Sachen an den Seiten theoretisch scannen könnte? Okay. Ich komme mir vor wie eine Mario unter Wasserlevel. Weinender Cube. The human body is like a hive. Okay, das ist gut. Quadratische Heulen. Was sagt der hier? But then mother reshapes all.
Okay. Immer tiefer. Ich meine, wir sind halt nur in Drohne, ne? Also, es kann uns ja jetzt nicht sonderlich viel passieren. Okay, sie werden alle wiedergeboren werden von einer Gebärmutter aus Ton. Okay. Antigen-Typ B. Okay, du bist ein Parasit, das der Brust eines Gottes saugen will. Okay. Sagt er das gleich anscheinend. Bin ich auf dem Boden? Oder kann ich noch weiter runter? Oh Gott, ich kann weiter. Wo bin ich? Ich scheine einfach im Nichts zu sein. Das sieht einfach. Okay. Okay, das ist cool gemacht. Das ist ziemlich cool gemacht. Das ist einfach ein riesiges Loch unterhalb von dieser Facility, wo es einfach komische Mosaikwände gibt, die die komplette Umgebung hier eingenommen zu scheinen haben. Okay. Kann ich was machen? Ich schätze, ich müsste auf den Boden gehen, oder? Ich gehe mal stark davon aus, dass wir nicht Teil des ursprünglichen Gebäudes hier. Was ist das? Director failed team cannot be recovered. Return to base. Okay. 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 Ich soll zurück. Ich soll zurück. Ich verstehe schon. Ich soll zurück. Das war sehr schnell. Kann ich noch zurück? What's going on? Class Alpha Bio Weapon has been detected. It coordinates blah blah blah. Please report to the nearest community bunker for further instructions, okay? Na gut, es ist halt leider sehr, sehr, sehr kurz gewesen. Ich finde das Konzept ja eigentlich nicht schlecht. Ich finde die Idee, dass du mit so einer Drohne unter Wasser irgendeine Basis untersuchst, in der irgendwas komisches passiert ist und dann irgendwelche super seltsamen Bio-Sachen aufgebaut findest, irgendwo ganz unten, die vielleicht von irgendwelchen Aliens oder von irgendwelchen Viren gemacht wurden oder so. Aber dafür war es ein bisschen zu kurz. Ich finde, man müsste dafür länger wirklich durch irgendwelche Hallen gehen, vielleicht ein paar Sachen lesen, oder irgendwelche Computer oder sowas, wir haben auch zu piepen, ja. Oder irgendwelche Computer analysieren, durch die man irgendwie lesen kann, so, hey, hier ist das und das passiert, bla bla bla, man kann sogar so klischee-mäßig machen und, hey, Tag 44, die Tests funktionieren soweit gut, bla bla bla, und dann kommst du halt immer weiter und irgendwann merkst du halt, irgendwas ist da nicht richtig gelaufen mit den Sachen, die sie untersucht haben, dann kommst du vielleicht in so eine große Halle und siehst die ganzen Sachen da unten. Das kann funktionieren, das kann auf jeden Fall funktionieren, weil ich glaube, so große Unterwasserhallen, da die Orientierung verlieren, dann siehst du irgendwelche super überdimensionierten komischen Sachen unter Wasser rumschwimmen oder sowas. Das kann auf jeden Fall gruselig sein. Ich persönlich bin jetzt nicht so eine Person, die jetzt so sonderlich Probleme mit so Unterwassersachen hat, aber ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die es verdammt gruselig finden. Ich glaube, da kann man ein Horrorspiel drauf aufbauen, was damit gut funktioniert. Das ist auch so ein bisschen mit so kosmischem Horror verbinden, weil ich meine, es war gerade so eine ähnliche Richtung. Ich meine, da war ein gigantisches, komisches Steinbaby oder was auch immer, das war mit so Edelsteinaugen, was unter Wasser auf einmal rumgeschwommen hat, in diesem riesen Kristallbecken, was auch immer. Das war diesem Mosaikbauch von irgendeinem Gott oder was auch immer. Keine Ahnung, was es gewesen sein soll. Aber ja. Dafür war vielleicht ein bisschen zu wenig erklärt und ich glaube, da war auch nicht so viel Hintergedanke, was das jetzt sein sollte. Ich schätze einfach, irgendwas kosmisches, horrormäßiges, irgendein riesiges Wesen, irgendwas anderes gebärt und das ist anscheinend nichts Gutes, was da halt rausgekommen ist. Aber ja, leider ein bisschen zu kurz dafür, um wirklich Atmosphäre aufzubauen, aber die Idee ging in die richtige Richtung. Na gut, das war Turgor Pressure, schreibt in die Kommentare, was ihr davon gehört habt, und dann würde ich sagen,